Dann erstmal von mir nochmal ein zweites Mal heute. Herzlich willkommen hier heute zum zweiten Vortrag von mir für TICMIL. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Und das Thema, was wir jetzt heute hier bearbeiten, ist profitables Trading. Ist keine Hexerei mit Charttechnik zum Erfolg. Ich vertrete hier quasi so ein bisschen den Michael Hinterleitner, der heute leider verhindert ist. Aber ich glaube, ich kann da auch einen ganz guten Part zu beitragen und dann würde ich sagen, bevor wir starten, wie immer den kleinen Risikohinweis, ja, weil wir auch gleich noch ein paar Marktanalysen machen, ist das hier besonders wichtig. Also Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Ja, das kann zum Totalverlust führen. Und alles, was ich hier zeige, auch an Analysen, dient bitte rein den Lehr- und Lernzwecken. Ja, ist nicht als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte gedacht und ersetzt auch keine Anlageberatung. Okay, vielleicht ein paar Worte ganz schnell zu mir. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe eine angeheiratete Tochter. Ich komme aus dem Bereich VWL und Sinologie im Studium und mache im Prinzip seit dem Studium schon kaum was anderes als zu traden. Seit 2005 mache ich das Ganze jetzt Vollzeit professionell und in 2011 ist noch dieser ganze Coaching-Bereich so ein bisschen dazugekommen. Das war ein paar Jahre lang recht intensiv. Die letzten 3, 4 Jahre habe ich das kräftig zurückgeschraubt, um eben auch wieder mehr Zeit im Trading zu verbringen. Also genau anders herum, als das bei meinem Vorredner hier war, ja, der so ein bisschen aus dem Trading zurückgegangen ist. Ich habe das nach einer Weile, wo ich recht intensiv geschult habe, wieder deutlich intensiviert. Und das ist im Moment eben auch so mein Hauptzeitvertreib, ja, zu traden, Artikel zu schreiben über Trading, Börsendienste zu verfassen. Und ja, ein Teil davon möchte ich heute gerne hier weitergeben. Ja, und zwar werden wir uns insbesondere mal so ein bisschen ganz grob mit technische Analyse und Chartformationen beschäftigen. Der Grund, warum ich das heute hier auch zeigen möchte, ist, weil es eben wirklich eine, meiner Meinung nach, eine der einfachsten Varianten, profitabel zu traden ist. Da muss man nicht viel verstehen, was dahinter steht. Ja, da passiert sehr viel optisch. Das sind im Prinzip Dinge, die man Kindern vorsetzen kann und die erkennen die gleichen Muster, die nachher für uns als Trader wichtig sind. Und es geht einfach darum, zu wissen, wie man einzelne Chartformationen verwendet, ja, und wann man da entsprechend auch einsteigt. Ich habe ein kleines Zitat hier von Alexander Erder. Der hat auch ganz hervorragende Bücher geschrieben, die kann ich jedem nur empfehlen, mal zu lesen. Und er hat hier geschrieben, it's essential to wait for trades with good risk-reward ratio. Patience is a virtue for a trader. Was im Prinzip so viel heißt, wie es ist unheimlich wichtig zu warten, bis sich am Chart Einstiege ergeben, die mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis handelbar sind. Wir haben ja heute früh um 9, für die schon drin waren, sehr ausführlich darauf geschaut, warum private Trader überwiegend Geld verlieren. Und da war eben einer der ganz großen Punkte, dass diese Chance-Risiko-Verhältnisse in den umgesetzten Trades nicht stimmen, ja, dass die Gewinne zu klein sind und die Verluste zu groß. Und ich will einfach heute ein paar Dinge zeigen, die genau das verhindern können, und zwar auf eine sehr simple und sehr effektive Art und Weise. Und die Themen, die wir uns dafür anschauen, sind zum einen eine ganz kurze Einführung in Charttechnik, in technische Analyse. Dann werden wir uns ein paar wichtige Chartmuster unter der Lupe anschauen, wo ich versuche zu zeigen, wo die guten Chance-Risiko-Verhältnisse in diesen Formationen herkommen und was die Vorteile sind, wenn wir mit so festen Mustern arbeiten. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch ein paar aktuelle Beispiele auf den Charts an. Ja, da habe ich dir ein paar Sachen auf den Folien vorbereitet, aber da werden wir nachher auch direkt in die Handelsplattform reingehen und uns das Ganze dann mal live anschauen. Okay. Zur technischen Analyse. Ja, technische Analyse ist im Prinzip nur der Versuch, den zukünftigen Preis eines Assets aufgrund von Interpretationen des Kursverlaufs der Vergangenheit abzuleiten. Das ist vielleicht ein bisschen einfach ausgedrückt, aber am Ende ist es wirklich nichts anderes. Und das Ganze funktioniert deswegen oder hat damit zu tun, dass sich Marktteilnehmer am Markt in bestimmten Situationen immer wieder ähnlich verhalten. Ja, und dieses ähnliche Verhalten, was wir da sehen,
Das ist eben dafür entscheidend, dass wir, wenn sich bestimmte Chartformationen ergeben, häufig die gleiche Reaktion darauf vom Markt bekommen. Ja. Wir werden uns das anschauen, aber es gibt auch ein paar nette Bücher, die das sehr, sehr intensiv untersucht haben und wo es im Prinzip darum geht, festzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Muster in welche Richtung typischerweise aufgelöst werden. Ja. Das ist eine Art des Tradens, die es schon sehr lange gibt und die hat eben den großen Vorteil, dass die in vielen verschiedenen Zeitebenen und im Prinzip in allen Assets parallel verwendbar ist. Ja. Das, was Charttechniker machen, ist, dass sie eben dabei nach dem Preis, dem Volumen oder irgendwelchen psychologischen Indikatoren, wie zum Beispiel Put-Call-Ratio oder sowas in der Art schauen. Ja. Das, was wir machen, ist, wir suchen überwiegend nach Trends und Mustern in den Charts, um daraus einen Vorteil ableiten zu können. Ja, und das, was hier jetzt besonders wichtig ist, ist, Charttechniker achten typischerweise nicht auf Fundamentaldaten. Ja, ich möchte das nicht verteufeln. Bei mir hängt das auch immer stark damit zusammen, in welcher Zeitebene ich unterwegs bin. Und bei meinen kurzfristigeren Trades ist es so, dass die wirklich komplett charttechnisch orientiert sind, dass es da keinerlei Fundamentalinterpretationen gibt. Bei Investments oder bei längerfristigen Swing Trades sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da schaue ich dann auch insbesondere bei Aktien und auch bei Rohstoffen sehr gerne nochmal in die Fundamentaldaten rein. Ja, aber alles, was kurzfristige Swing Trades sind, ist prinzipiell machbar nur über die Interpretation der Charts. Die Basiswerkzeuge, die wir dafür benutzen, sind ganz typischerweise Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Chartmuster, sowas wie Dreiecke, SKS-Formationen, da schauen wir uns gleich so ein paar an. Unterstützungen und Widerstände sind sehr, sehr wichtig für den Handel. Ja, das ist im Prinzip auch genau das, was der Heiko gerade schon gesagt hat. Das sind dann die horizontalen Linien und eben Indikatoren und Zyklen. Ja, das sind die Bereiche, die quasi wichtig sind. Ja, das, was ich mache, ich kombiniere diese klassischen Chartmuster sehr gerne mit Unterstützungs- und Widerstandsleveln. Ja, wenn also ein Ausbruch aus einem Chartmuster parallel läuft mit einem Ausbruch über ein Widerstandslevel oder unter ein Unterstützungslevel, dann ist das so die Idealvariante, profitable und auch Trades mit einer relativ hohen Trefferquote aufsetzen zu können. Ja. Was aber allerdings wichtig zu wissen ist, ist, dass eben dieser gesamte Bereich Chartmuster ein einziger Teil aus einem Handelssystem ist. Ja, wir haben es uns heute früh ja auch schon angeschaut. Es gibt noch andere Teile wie ein Money Management, ein Risikomanagement, ein Positionsmanagement, ja, was durchaus wichtig ist. Aber diese Chartmuster können uns dabei helfen, erstmal potenzielle Einstiegslevel zu identifizieren, potenzielle Stop-Level zu identifizieren und eben auch Ziele am Markt zu finden. Ja, und da hat man im Prinzip drei Dinge, die einem mit einem Blick auf den Chart sofort geliefert werden. Und man hat seinen Handelsansatz, nach dem man sehr simpel vorgehen kann und der einem, und das ist besonders wichtig daran, replizierbare Ergebnisse liefert. Ja, am Ende ist das, was wir als Vollzeithändler brauchen, ein Handelsansatz, der uns replizierbare Ergebnisse liefert. Das heißt, mir bringt es nichts, wenn ich ein hervorragendes Trading-Jahr habe und kann 80-90% auf mein Kapital verdienen, weiß aber am Ende des Jahres eigentlich nicht, mit welchem Regelwerk ich das gemacht habe. Ja, dann habe ich vielleicht viel Glück gehabt und im nächsten Jahr kann das Ganze ganz anders laufen. Na, wenn ich aber weiß, mit welchem Regelwerk ich welche Performance erzielt habe, dann kriegt man über die Zeit quasi eine planbare Größe in sein Trading. Und das ist für uns natürlich total wichtig, ja, weil wir ja kein festes Gehalt haben wie irgendein Angestellter in einer Firma, der genau weiß, was am Ende des Monats in der Lohntüte auf ihn wartet. Ja, der kann entspannt über sein Leben planen, es sei denn, er verliert seinen Job. Ja, das kann natürlich auch immer noch passieren. Aber bei uns ist es eben so, wir haben keine konstanten Einkünfte. Und deswegen ist es für uns wichtig, eine Replizierbarkeit durch ein Regelwerk zu bekommen. Ja, und eine der einfachsten Varianten, diese Replizierbarkeit zu bekommen, ist eben durch Chartmuster. Ja, und diese Chartmuster kann man prinzipiell in zwei Kategorien einteilen. Und zwar zum einen in die sogenannten Trendfortsetzungsmuster. Das sind also Muster, die typischerweise in einem intakten Trend entstehen,
und die deutlich häufiger in Trendrichtung aufgelöst werden als gegen die Trendrichtung. Und dann gibt es die zweite Art von Chartmustern, das sind sogenannte Trendwechselmuster. Und die treten eben typischerweise am Ende eines Trends auf und läuten häufig dann den Trendwechsel ein, wenn bestimmte Ausbruchslevel über- oder unterschritten werden. Ja, und das Ganze gucken wir uns jetzt mal schnell an. Da habe ich so eine kleine Zusammenfassung hier. Einmal der Trendfortsetzungsmuster. Da hole ich gerade mal kurz mein Zeichentool hier mit rein. So, dann können wir das Ganze hier mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ja, und wichtig ist natürlich immer für so ein Trendfortsetzungsmuster, dass man überhaupt erstmal eine Trendrichtung hat, aus der Markt kommt. Ja, wenn wir also in einem Abwärtstrend sind und erkennen dann innerhalb dieses Abwärtstrends, dass sich hier so eine Handelsrange entwickelt, dann haben wir gute Chancen, wenn diese Handelsrange in Richtung des ursprünglichen Trends verlassen wird, dass es sich hier um gutes Einstiegslevel für einen Short Trade handelt. Ja. Und so ist das im Prinzip bei allen Mustern, die hier dargestellt sind. Ja, wir brauchen im Prinzip immer erstmal einen Trend, ja, der sich entwickelt. Und ja, aus dieser Fortsetzung der Trends, ja, aus diesen Korrekturmustern, die dann hier entstehen, ergeben sich dann gute Chancen am Markt. Jetzt habe ich hier schon direkt zwei markiert, den Trendkanal und die Bullenflagge, ja, wo jetzt vielleicht die Frage aufkommt, wo ist denn da der Unterschied? Das sieht doch alles gleich aus. Und der Unterschied hier ist im Prinzip die zeitliche Dauer. Ja, ein Trendkanal ist etwas, was sich über eine relativ lange Zeit entwickelt. Und eine Bullflag ist etwas, was sich typischerweise nur über eine sehr kurze Zeit entwickelt, wo also häufig nur 3 oder 4 Kerzen dann diese Flag ausbilden, vielleicht manchmal auch nur 2 Kerzen und dann geht es direkt in die Trendrichtung weiter. Und in so einem Trendkanal, da haben wir häufig 20, 30 Kerzen, die so einen kleinen Gegentrend generieren. Aber nichtsdestotrotz achten wir hier eben genauso auf einen Ausbruch wie bei einer Bullflag. Ne? Bullflag, Bearflag ist überhaupt, würde ich einmal schnell hier zeigen wollen. Ja, das sind diese beiden Konstellationen hier. Das ist die typische Bearflag. Das hier ist die typische Bullflag. Ja, das sind so meine Lieblingssetups, ja, weil die häufig sehr kleine Stops generieren und entsprechend große Ziele ermöglichen, wenn die in einer ordentlichen Momentumbewegung entstehen. Ja, also Bullflags, Bearflags und Dreiecke, ja, die haben wir hier in der unteren Zeile. Da gibt es eben auch verschiedene. Wir haben hier ein symmetrisches Dreieck, wir haben ein steigendes Dreieck, wir haben ein fallendes Dreieck. Es spielt am Ende keine Rolle. Ein Wimpel ist im Prinzip ein Dreieck, was über eine sehr kurze Dauer entsteht. Das heißt, ein Wimpel ist im Prinzip die Bärenflagge des Dreiecks. Ja? Also eine sehr kurze zeitliche Dauer, ein schneller Ausbruch. Und diese typischen Dreiecke, die entstehen über eine deutlich längere Zeit und haben dann häufig auch sehr produktive Ausbruchslevel. Ja, das gucken wir uns gleich mal alles noch ein bisschen am Chart an. Okay, der nächste Bereich sind eben diese Trendwendemuster. Das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört. Hier so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Na, kann man sich im Prinzip vorstellen, dass man hier oben den Kopf der Formation hat, ja, hat hier eine linke Schulter und eine rechte Schulter. Und das, was uns der Markt hier eben versucht zu zeigen, ist, na, typischerweise kommen wir hier aus einem Aufwärtstrend und bis zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht, dass hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation entsteht, weil das sieht alles noch aus wie ein super intakter Trend, der ganz hervorragend läuft. Der Markt macht ein neues Hoch, kommt dann hier ins Retracement, versucht den Trend weiter fortzusetzen, ja, versucht hier neue Hochs zu machen, scheitert aber, ja, schafft das nicht mehr, ein neues Hoch zu machen. Und wenn wir dann eben diesen Ausbruch hier sehen zur Unterseite, an dem Level hier, das ist dann der Moment, wo man in so eine Short-Position dann einsteigen kann. Typischerweise, ja, sukzessive das Ganze, wenn wir aus einem Abwärtstrend kommen, ja, wir haben hier einen intakten Abwärtstrend. Bis zum Tiefpunkt der inversen SKS haben wir einen völlig intakten Abwärtstrend. Und dann haben wir hier das gleiche Verhalten. Ein etwas größeres Retracement.
Der Kurs schafft kein neues Tief mehr und hier ist dann im Prinzip die Trendwende da. Das heißt, die Prinzipien für diese ganzen Trendwendemuster sind immer die gleichen. Ja? Und da ist es jetzt egal, ob das eine SKS-Formation ist oder ob das hier so ein Doppeltop ist oder ob das ein Tripletop ist. Ja? Es spielt überhaupt keine Rolle. Der Punkt ist eben immer, bis zu dem Beginn dieser Formation sind wir in einem intakten Aufwärtstrend und man kommt als Händler überhaupt noch nicht auf die Idee, dass dieser Trend hier beendet sein könnte. Ja, und dann zeigt der Kurs immer wieder das gleiche Verhalten, wird abverkauft, schafft kein neues Hoch mehr und geht dann hier nach unten weg. Oder eben im Falle des Triple Tops wird das Ganze hier dreimal angetestet, geht dann nach unten weg. Das nimmt sich nicht viel. Ja, und wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, diese SKS-Formation und dieses Triple Top, dann ist ja im Prinzip so ein Triple Top nichts anderes als eine SKS-Formation, wo der Kopf auf der gleichen Höhe steht wie die Schultern. Ja, das ist also wichtig, einmal zu verstehen, wie trendtechnisch überhaupt diese Trendwendemuster in Gang gesetzt werden. Ja, und die werden eben typischerweise in Gang gesetzt in dem Moment, wo der Trend hier kein neues Hoch mehr schafft, sukzessive in einem Abwärtstrend. Ja, wenn der Trend es nicht mehr schafft, hier ein neues Tief auszubilden. Ja, das sind also immer die ersten Achtungszeichen, wenn auf Unterstützungsleveln von alten Tiefs der Kurs es nicht schafft, ein tieferes Tief auszubilden, dann ist das ein erstes Achtungszeichen. Und wenn dann dieses alte Hoch überschritten wird, dann ist eben in dem Fall hier der Doppelboden drin. Und dann kann man versuchen, hier antizyklisch gegen die übergeordnete Trendrichtung die Long Trades aufzubauen. Ja. Dann haben wir eine ganz, ganz typische Konstellation für die Beendung eines Trends. Und das ist ein sogenannter Keil. Ja, Keile sind gerade nach langen Abwärtstrends, die sich ewig hingezogen haben, ist so eine Keilformation ganz, ganz häufig trendbeendend in den größeren Zeitebenen. Dazu will ich vielleicht nochmal schnell sagen, das, was wir jetzt hier machen, ist sehr gegenteilig zu dem, was im Vortrag vorher war. Ja, das hat im Minutenchart meiner Meinung nach hier nichts verloren. Das hat auch im 5-Minuten-Chart nicht unbedingt was verloren. Sondern diese Muster, die kann man meiner Meinung nach gut traden, so ab Stundenchart, 4-Stunden-Chart aufwärts. Ne? Und typischerweise, je höher die Zeitebene ist, die ihr tradet, umso zuverlässiger werden diese Muster. Ja, das heißt, man kann sowas auch im Wochenchart traden. Allerdings, wenn man natürlich im Wochenchart jetzt nach den Signalen sucht, hat man relativ wenig Trades, die man umsetzt. Von daher sind wir überwiegend im Tageschart auf der Suche nach diesen Mustern, aber das lässt sich eben auch gut im 4-Stunden-Chart oder im Stundenchart umsetzen. Je kleiner die Zeitebene wird, umso höher wird der Faktor Zufall in der Kursentwicklung und umso weniger erfolgreich ist es eben, charttechnische Muster zu traden. Ja, das wollte ich an der Stelle nur mal erwähnt haben. Okay, die Vorteile von Chartmustern liegen ganz klar auf der Hand. Man kann sie in allen Asset-Klassen handeln. Ja, wenn ihr jetzt eine SKS-Formation in einem Index entdeckt, könnt ihr die genauso traden wie eine SKS-Formation im Euro-Dollar, ja, oder im Gold. Na, ein Dreieck im Gold könnt ihr genauso traden wie ein Dreieck in Öl. Na, das funktioniert im Prinzip immer wieder gleich. Wie gesagt, weil das, was dahinter steht, hinter diesen Kursbewegungen, ist die Psyche der Anleger. Und die Anlegerpsyche funktioniert immer wieder gleich. Der nächste Vorteil ist, man kann das Ganze ohne komplizierte Chartsoftware sehr leicht handeln. Ja, im Prinzip reicht euch eine ganz normale 0815-Chart. Ihr braucht keine großen Indikatoren. Ja, und ihr handelt tatsächlich nur das, was ihr auf dem Chart seht. Und das ist ein Riesenvorteil, weil ihr überhaupt nicht mehr reininterpretieren müsst, was jetzt vielleicht eine Zentralbank irgendwo macht oder wie sich Arbeitslosenzahlen entwickeln. Das spielt am Ende alles keine Rolle, weil in dem Moment, wo eine Chartformation entstanden ist, ist die Angebots-Nachfragesituation derart gestaltet, dass eben so ein typisches Muster auftritt und dann habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Muster auch in der üblichen Weise auflöst. Ja. Chartmuster können im Prinzip in allen Zeitebenen getradet werden, ja, weil die Regeln immer gleich sind. Aber ich habe es gerade schon gesagt, am besten funktioniert es ab 1-Stunden-4-Stunden-Chart aufwärts. Und der größte Vorteil, meiner Meinung nach, der größte Vorteil ist,
Chartmuster geben klare Kursziele vor und Chartmuster geben klare Stops vor. Und das ist das, was den meisten privaten Anlegern oder den meisten privaten Tradern fehlt. Ja, eine ganz klare Entscheidung, wo ist ein Stop hinzusetzen und bis wohin könnte ein Kurs laufen. Und das lässt sich über Chartmuster sehr einfach umsetzen und das werde ich auch gleich noch zeigen. Und dadurch bieten Chartmuster auf eine ganz simple Variante ein festes Regelwerk an. Wo Vorteile sind, sind natürlich auch Nachteile. Ja, die beiden größten Nachteile sind, dass ja immer noch die Theorie der Markteffizienz rumgeistert in der Finanzwelt. Ich bezweifle es, dass es eine komplette Markteffizienz gibt. Ja, ansonsten würden sich die Kurse überhaupt nicht groß bewegen. Ja, dann würden wir sehr lange immer an den gleichen Leveln handeln, weil eben der effiziente Markt genau diesen Preis vorgibt. Und der zweite Punkt ist, dass es tatsächlich nachgewiesen ist, wenn ein Zufallsgenerator einen Chartverlauf erstellt, dass in diesem Chartverlauf, der durch den Zufallsgenerator erstellt wird, genau solche Muster auftreten, wie wir sie auch im tatsächlichen Verlauf, im tatsächlichen Handel sehen. Ja, und dass man also einen zufällig generierten Chartverlauf nicht unterscheiden kann von einem tatsächlich durch Angebot und Nachfrage erstellten Chartverlauf. Das ist am Ende für uns aber auch überhaupt nicht wichtig, weil es, wie gesagt, nicht darum geht, eine klare Richtung vorzugeben, ja, und mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit zu wissen, ob sich eine Bewegung nach oben oder nach unten fortsetzt, sondern es geht durch diese Chartmuster, die wir uns anschauen, viel eher darum, ein klares Regelwerk zu kriegen und eben diese beiden Punkte Stop und Ziel mit einer Klappe schlagen zu können, ja. Am Ende ist es eben so, dass diese Chartmuster das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage über einen bestimmten Zeitraum darstellen, ja, und uns Anhaltspunkte dafür geben, wo potenziell relevante Kursniveaus erreicht werden können. Ja, und das nutzen wir nachher in unserem Risikomanagement und bei der Entscheidung, ob wir an bestimmten Punkten Gewinne realisieren oder ob wir Trades laufen lassen. Okay, schauen wir uns das einmal kurz an im Dreieck. Das ist im Prinzip die Variante, wo sich das Ganze am einfachsten verstehen lässt, wie man mit diesen Mustern arbeitet. Ja, so ein typisches Dreieck sieht eben genau so aus. Wir sind in einem intakten Aufwärtstrend und das kann ich eben auch nochmal kurz unterstreichen. Das hat der Heiko gerade schon gesagt, dass es seiner Meinung nach so ist, dass diese horizontalen Widerstands- und Unterstützungslevel typischerweise besser funktionieren als schräge Linien. Ja, prinzipiell ist das so, weil das schon alleine den Einstieg sehr viel leichter macht. Wir haben ein ganz klares Kursniveau, an dem der Einstieg zu erfolgen hat. Ja, und dieser Einstieg im Ausbruch wohlgemerkt hier in die Trendrichtung. Wir sind in einem Markt, der aufwärts trendet, der dann konsolidiert. Und den Ausbruch aus dieser Konsolidierung auf neue Hochs, der wird getradet in die Long-Richtung. Und dafür gibt es zwei mögliche Long-Einstiege, entweder direkt im Breakout oder im Retracement. Ja. Und der Initial Stop kommt immer ganz einfach und das letzte relative Tief. Ja. Das Ziel ergibt sich auch sehr simpel durch die Höhe des Dreiecks. Die Höhe des Dreiecks gibt den Zielbereich für den Trade vor. Und das, was jetzt hieraus entsteht, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben einen festen Stop im Markt, wir haben also eine ganz klare Linie im Sand, denn wenn die Kursentwicklung derart läuft, dass wir hier kurz nach oben rausgehen und dann nach unten wegbrechen, dann sind wir eben an dieser Stelle, wo das letzte Tief unterschritten wird, typischerweise auch schon aus dem Dreieck wieder ausgebrochen und dann kriegen wir vom Markt ganz klar die Information, hey, das war ein Fehlausbruch zur Oberseite, bitte raus aus der Long-Position. Ja, wir möchten in diesem stark fallenden Markt keine Long-Position mehr haben. Wenn wir aber richtig liegen und das Ganze entwickelt sich in die Trendrichtung weiter, dann haben wir eben die Situation sehr, sehr häufig so, dass einfach diese Höhe des Dreiecks auf das Ausbruchslevel drangelegt wird und damit kommen wir zum Ziel. Und jetzt sieht man das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, wenn ich hier den nächsten Part einblende, dann sehen wir es nochmal sehr schön. Der Stop-Bereich bei einem spitz zulaufenden Dreieck ist alleine durch die Entstehung des Dreiecks immer kleiner als die Chance. Ja, das Risiko, was wir eingehen bis zum Stop, ist immer kleiner als das, was wir verdienen können
bis zur Erreichung der Höhe des Dreiecks. Und damit haben wir eine ganz simple Möglichkeit, nur Trades aufzubauen, die ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis haben als 1:1. Ja, und wer heute früh schon dabei war, der hat das gesehen, warum dieses Chance-Risiko-Verhältnis so wichtig ist. Ja, dieses CRV, das entscheidet darüber, ob wir am Ende zu den profitablen Tradern gehören können oder ob wir zu den nicht profitablen Tradern gehören. Und so eine Variante, ein Dreieck zu traden, ist jetzt mit Abstand die einfachste Variante, ein positives CRV zu handeln. Genauso sieht das Ganze aus bei einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ja, habe ich jetzt hier auch nochmal dargestellt. Ist im Prinzip wieder genau das Gleiche. Wir haben einen intakten Abwärtstrend, der läuft bis zum Tiefpunkt. Dann kommt die erste Korrektur, die relativ weit ist typischerweise. Der Kurs versucht, ein neues Tief zu generieren, schafft das nicht, kommt nicht unter dieses Tief, bleibt hier hängen. Und in dem Moment, wo wir hier nach oben über diese Nackenlinie ausbrechen, da werden einfach die letzten beiden Hochs verbunden. In dem Moment, wo wir über die Nackenlinie ausbrechen, können wir eine Position nehmen. Ja, und zwar entweder direkt im Breakout oder, wenn man ein bisschen defensiver ist, im Retracement, also im Test des Ausbruchslevels. Initial Stop gehört auch hier wieder unter das letzte Tief, ist sehr, sehr einfach, also auch wieder charttechnisch einfach gesetzt. Und das Ziel ergibt sich durch die Höhe der SKS-Formation. Und jetzt haben wir hier wieder genau das Gleiche wie eben beim Dreieck. Weil eben die Schulter immer höher liegt als der Kopf bei einer inversen SKS, ist es typischerweise automatisch so, dass wir ein kleineres Risiko haben, als das, was wir bis zum Zielbereich hin verdienen können. Und schon wieder haben wir die Möglichkeit, einen Trade aufzusetzen, bei dem unser potenzieller Gewinn deutlich größer ist als unser potenzieller Verlust. Ja, und auch hiermit haben wir eine ganz einfache Variante, positives Chance-Risiko-Verhältnis zu traden. Ja. Wenn Sie da mal ein bisschen besser noch einen Einblick kriegen wollen und verstehen wollen, wie diese Formationen funktionieren, vielleicht nochmal sehr intensiv in die Trenderkennung überhaupt reinschauen, um zu sehen, ob wir jetzt in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend sind, zu schauen, wie man Märkte filtern kann nach bestimmten Situationen. Ja, dann habe ich hier noch so einen kleinen Tipp, und zwar der Mike hier, der Chefanalyst von Tickmill, mit dem mache ich gemeinsam am 12. und 13. Dezember ein zweitägiges Online-Seminar, wo wir das wirklich von der Pike auf über 2 Tage alles zeigen und wo die Teilnehmer am Ende nach den 2 Tagen eine komplette Handelsstrategie haben, genau wissen, wie sie ihre Trades betreuen müssen, genau wissen, an welchen Punkten man einsteigt, an welchen Punkten man aussteigt. Und dazu habe ich hier so ein kleines Zitat von Benjamin Franklin: Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren wollen anderswo nicht lernen. Ja, und das ist immer so das Erste, was ich sage, bevor man anfängt, am Markt Geld zu investieren oder Geld zu verlieren, macht es Sinn, ein bisschen Geld in die Ausbildung zu stecken. Und den Link dazu, den packe ich nachher auch einfach nochmal in den Chat. Und das Zweite, was wir hier haben, sind die täglichen Handelsideen vom Mike, auch bei Tickmill. Da wird auch genau das gezeigt, was wir uns jetzt hier ein bisschen angeschaut haben, nämlich diese Chartmuster. Ich gehe gleich mal in die Plattform, dann schauen wir uns mal diese aktuellen Trade-Beispiele an, die man in den letzten Tagen hier gut umsetzen konnte. Und genau sowas zeigt der Mike eben auch hier in seinen täglichen Handelsideen bei Tickmill. Ja, das ist komplett kostenlos, läuft jeden Morgen, da steckt der viel Arbeit, viel Zeit rein. Und ich kann das nur wirklich jedem, der sich mit dem Trading ein bisschen intensiver beschäftigen will, nahelegen, sich das einfach mal ein paar Tage, ein paar Wochen anzuschauen. Da werden Sie unheimlich viel lernen, sehr viel mitnehmen können und einen guten Blick dafür kriegen, wie eine Trenderkennung läuft und wie innerhalb dieser Trenderkennung dann auch entsprechende Muster gehandelt werden können. Ja. So, ich packe mal für die Interessierten die beiden Links hier kurz in den Chat. Das ist einmal der Link zum zweitägigen Seminar, und dann haben wir hier auch noch direkt den Link zu den Handelsideen. Ja, das ist also auch im Nachgang hier zum Webinar, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, da am Ball zu bleiben.
So, wir gehen einmal schnell die Beispiele durch, die jetzt hier in der Präsentation enthalten sind, bevor wir in die Plattform schalten. Da können wir uns das Ganze dann eben auch nochmal anschauen bei den Produkten, die man hier bei Tickmill so handeln kann. Da hatten wir hier eine sehr schöne Bull Flag im Tageschart im kanadischen Dollar, Schweizer Franken. Die ist tatsächlich auch direkt am Ausbruchstag schon ins Ziel gelaufen. Da will ich vielleicht auch einmal ganz kurz zeigen, wie das Ganze hier generiert wird. Das heißt, ja, wir kommen aus einer Abwärtsbewegung. Ja, wir sehen, dass wir hier eine erste dynamische Aufwärtsentwicklung haben, ne, die im Prinzip hier bis zu diesem Widerstandslevel gelaufen ist. Dieser Abwärtstrend, der hier intakt war, ja, der ist im Prinzip damit beendet, dass wir hier bis zum Hoch gelaufen sind. Dann ist diese nächste Korrektur gekommen und diese nächste Korrektur, die ist hier sehr schön über 4 Handelstage gelaufen. Das ist so eine Idealgröße, 3-4 Handelstage oder 3-4 Kerzen, je nachdem, in welcher Zeitebene man unterwegs ist. Und hier machen wir es uns wieder genauso leicht wie bei den Dreiecken vorher. Ja, man nimmt den Ausbruch entweder aus der Flag oder eben über dieses letzte Hoch. Typischerweise den Ausbruch aus der Bull Flag, setzt den Stop einfach an das Tief. Ja, der Einstieg erfolgt dann ungefähr hier. Und jetzt gucken wir, bis wohin das Ganze laufen kann. Und das machen wir sehr einfach, indem wir die Höhe der initialen Bewegung nehmen. Und diese Höhe, die legen wir an das Tief ran. Und dann kommen wir ziemlich genau hier zu diesem Kursziel, ja, knapp über 0,7030. Und genau bis dahin ist der Markt auch innerhalb von 2 Handelstagen dann gelaufen. Und hier haben wir wieder genau das Gleiche. Das Risiko, was wir eingehen, ist typischerweise kleiner als das, was wir auf der Gewinnseite mitnehmen können. Und auch damit handeln wir im Prinzip wieder ein positives Chance-Risiko-Verhältnis. Ja. Genau das Gleiche haben wir hier auf dem Tageschart im Euro-Britisch-Pfund. Ein sehr schönes Dreieck, was sich hier entwickelt hat. Dadurch, dass diese eine Kerze hier dieses Tief noch ausgebildet hat, ja, dann haben wir hier die dicke Supportzone, die sich hier gebildet hat. Na, wir sehen, der Trendindikator, den ich benutze, das ist mein eigener Trendindikator hier, der hat in dem Moment hier schon in einen intakten Abwärtstrend gedreht. Und jetzt sehen wir eben spätestens hier dann den Ausbruch unter diese letzten Tiefs und das ist der späteste Zeitpunkt, an dem man hier dann in die Short-Richtung einsteigen kann. Hier haben wir es auch wieder relativ einfach. Ja, das Stop-Level, das liegt ursprünglich hier oben am letzten relativen Hoch. Ich zeige einmal kurz die Abwärtssequenz, wie sie hier gelaufen ist. Von oben nach unten, ja, sind das diese Sequenzen hier. Dann sind wir hier nochmal ein bisschen tiefer. Ja, so sah das Ganze aus. Die Sequenz hat sich nach dem Ausbruch so weiterentwickelt, dass der Trade hier leicht ins Minus gelaufen ist, hat dann hier nach 3 Handelstagen wieder deutlich gedreht, hat hier weitere Gewinne angefahren oder angehäuft und dann kann man den Stop eben nachziehen von diesem letzten Level hier oben auf das hier unten. Kursziel hatten wir eben schon gesagt, relativ einfach. Wir nehmen uns die Höhe des Dreiecks, legen die Höhe des Dreiecks hier unten ran. Das heißt, das erste Kursziel liegt immer im Bereich des Supports. Und das wäre hier. Ja, da liegt das erste Kursziel. Das ist schon erreicht worden. Und das nächste liegt dann hier noch eine Etage tiefer. Ja, und so kann man dann eben auch mit Teilgewinnen arbeiten. Ich mache gemeinsam mit dem Mike hier den Devisen 100-Dienst von Finanzen 100. Da gehen wir eben genauso vor. Ja, wir arbeiten hier gerne mit Teilgewinnmitnahmen. Wir nehmen also dann die Hälfte der Position am ersten Unterstützungslevel schon raus, ziehen dann typischerweise auch den Stop hinterher, hier dann an den Break-Even-Bereich und schauen, ob das zweite Kursziel noch erreicht wird. Wenn ja, geht da die zweite Hälfte auch raus. Wenn nein, dann macht die zweite Hälfte aber normalerweise auch keinen Verlust mehr. Ja, und da kann man eigentlich sehr, sehr schön auch mit diesen Chartformationen arbeiten. Das zeigen wir da auch mal ein bisschen, wie wir damit umgehen. Das ist das nächste Beispiel hier aus dem Euro-New Zealand-Dollar. Hat sich auch sehr schön entwickelt, wenn wir uns das anschauen, hier in der übergeordneten Trendrichtung. Ja, ganz klarer Abwärtstrend. Na, deutliche Sequenz, sehr, sehr deutliche Abwärtssequenz hier.
na, so bis zum Tiefbereich. Und dann sind wir hier in so eine Konsolidierung reingelaufen, die relativ lange ging. Und hier haben wir im Prinzip wieder genau den gleichen Vorteil. Diese Konsolidierung läuft zum Ende hin enger zusammen. Und je enger die zusammenläuft, umso kleiner wird unser Stop im Verhältnis zum Ziel, was wir hier haben. Stop-Level, ja, ganz oben am letzten Hoch. Einstiegslevel idealerweise hier unter diesem Tief. Da haben wir nämlich zwei Dinge in einem drin. Wir haben zum einen diesen kleinen untergeordneten Aufwärtstrend, den wir hier sehen. Ja, den zeige ich hier einmal. Das ist der untergeordnete Aufwärtstrend auf dem Tageschart. Der ist an dieser Stelle hier gebrochen. Ja, wenn wir unter dieses Tief gehen, ist der letzte Aufwärtstrend gebrochen. Und parallel dazu sind wir aus diesem Dreieck nach unten ausgebrochen. Ja, und, Initialstopp hier oben, den mache ich nochmal in Rot. Initialstopp an das letzte Hoch. Der Einstieg erfolgt hier unten. Und jetzt sehen wir schon, wie sich hier diese Sequenz weiter fortgesetzt hat. Ja, und zu diesem Zeitpunkt, wo wir unten bei 1,73 angekommen sind, hat man den Stop dann eben auch schon deutlich hinterhergezogen, hat einen Großteil des Risikos raus, na, hat aber durchaus hier noch einiges zu verdienen. Das ist die Höhe des Dreiecks. Diese Höhe des Dreiecks, die legt man hier an. Das ist also das zweite Kursziel. Ja, und das erste, das liegt hier im Unterstützungsbereich. Na, und dann haben wir wieder genau das Gleiche. Wir haben ein sauberes Einstiegslevel, wir haben ein ganz sauberes Stop-Level, wir haben ein Ziel, was deutlich weiter weg liegt als das, was wir riskieren auf der Oberseite. Und wir haben eben durch die Charttechnik hier noch ein Zwischenziel, wo die erste Hälfte so einer Position durchaus glattgestellt werden kann. Ja. Im Gold ergibt sich gerade eine ähnlich schöne Konstellation. Gold bei den meisten natürlich fundamental immer noch aufwärts gerichtet, kein Wunder, so im Hinterkopf, ja, wenn man sich das anschaut, wie das Ganze hier gelaufen ist, wir sind hier von ungefähr 1400 Dollar im Gold gekommen, ja, zeichne hier mal die letzte Sequenz ein, ja, da sieht man das auch schön, na, das ist nachher am Ende hier schon fast parabolisch gelaufen, war aber alles sehr gesund, Trendindikator ist hier die ganze Zeit positiv. Und dann ist es typischerweise so, dass diese ersten Retracements gerne genutzt werden, so, ja, für die ersten Einstiege. Und ich hätte in diesem Moment, wo wir hier diese Dreieckskonstellation entwickelt haben, hätte ich erwartet, dass wir hier nach oben rausgehen und sich dieser Trend weiter fortsetzt. Das ist nicht passiert. Wir sind hier nach unten weggebrochen. Das ist immer so ein erstes Achtungszeichen. Ja, und dann haben wir es hier nochmal versucht, vor ein paar Tagen nach oben rauszugehen. Das ist kläglich gescheitert. Wir haben einen Tag gehabt, wo der Dollarindex stark zugelegt hat. An diesem Tag ist Gold hier extrem auch abverkauft worden. Ganz, ganz ungünstig. Und das Ganze sieht jetzt so ein bisschen so aus, als wenn wir diese erste Trendbewegung, die sich hier entwickelt hat, ja, weiter fortsetzen und dass wir hier nach unten wegbrechen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, der große Vorteil von diesen Chartformationen ist, wir müssen uns gar nicht groß mit den Fundamentaldaten beschäftigen. Ja, wir brauchen jetzt also gar nicht wirklich gucken, wie verhalten sich denn die Goldreserven, na, was verändert sich da, sondern wir haben ziemlich klare Einstiegsbereiche, wir haben ziemlich klares Stop-Level und wir kriegen auch durch die Höhe dieser Formation, na, sehr klare Kursziele. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das ist so von 1.800 Dollar so bis 2050 Dollar ungefähr, das sind also 250 Dollar. Das würde bedeuten, das Kursziel hier auf der Unterseite, na, das liegt dann irgendwo so bei 16,30 und dann kommen wir hier recht genau auch in dieses alte Unterstützungslevel hier. Na, das wäre so das Fernziel, falls dieser Ausbruch nach unten aus dem Dreieck tatsächlich nachhaltig ist. Und das kann man eben auf eine ganz einfache Art und Weise mit diesen Formationen machen. Dann hatten wir ja eben schon gesagt, so Keile sind sehr gerne Trendbeender. Na, das hatte man jetzt sehr, sehr schön gesehen hier im Bund Future. Da ging das Ganze ziemlich lange von den Juni-Tiefs hier, na, in die Aufwärtsrichtung. Ja, hat sich hier immer weiter nach oben entwickelt. Aber man sieht halt in diesem Trend
nimmt die Dynamik ab. Das fällt zum einen sofort ins Auge, wenn man sieht, dass sich diese Range, in der der Markt sich nach oben bewegt, verschmälert quasi. Und zum anderen sehe ich das immer daran, dass mein Trendindikator ja hier von der Amplitude her abnimmt. Ja, der ist zwar hier überwiegend noch grün, aber ich sehe eben, die Balken werden immer kürzer, ne, das Ganze läuft immer weiter nach unten und typischerweise kippt das dann auch irgendwann. Und dieser Trendindikator, den ich benutze, der ist sehr, sehr schnell. Ja, und der ist hier in dem Moment, wo dieser Ausbruch gekommen ist aus dem Keil, ist auch dieser Trendindikator sofort gekippt in die Abwärtsrichtung. Und hier sieht man auch, wie schnell der dann wieder in die Aufwärtsrichtung dreht. Also hier waren wir sehr lange in diesem intakten Abwärtstrend aufgrund des extrem hohen Momentums und haben dann trotzdem sehr rechtzeitig, um diese Aufwärtsbewegung wieder mitzunehmen, hier auf die Long-Seite gedreht und haben hier wieder einen intakten Aufwärtstrend gehabt. Und jetzt im Moment sind wir im Bund eben in einem intakten Abwärtstrend, ja, sind aus dem Keil ausgebrochen, sind auch schon fast am Ziel. Da ist gar nicht so viel zu holen hier. Das ist die Höhe. Wenn wir diese Höhe hier ranlegen, dann kommen wir noch ein bisschen weiter runter und oh Wunder, ganz typischerweise wieder ungefähr in den Bereich dieser letzten Kaufzone. Knapp oben drüber endet hier der erste Zielbereich. Und jetzt muss man einfach schauen, wie sich die Entwicklung am Bund hier fortsetzt. Wir haben eine deutliche Bewegung gesehen. Nach so einem Momentum hier ist es typisch, dass wir jetzt vielleicht so eine kleine Konsolidierung kriegen würden. Die könnte dann zum Beispiel ja idealerweise in so einer Art Bear Flag hier sich gestalten. Na, dass wir also hier zwei Kerzen vielleicht kriegen, die relativ klein sind, so ganz leicht steigend, ne, und dass wir dann nochmal einen sauberen Ausbruch auf der Unterseite sehen und dann Richtung Ziel laufen. Das wäre so die Idealvariante, ne, aber so einfach kann man dann halt hier auch wieder mit diesen Chartmustern arbeiten. Ne. Und was anderes, was jetzt gerade noch aktuell ist, ist dieser Trendkanal im Euro-Japanischen Yen auf dem Wochenchart. Da müssen wir auch einmal schauen, von wo wir hier kommen. Und zwar kommen wir hier von unten nach oben. Wir haben diesen letzten Abwärtstrend, der hier gelaufen ist. Das ist hier der letzte Abwärtstrend im Markt. Diesen letzten Abwärtstrend, den haben wir gebrochen in dem Moment, wo wir über das hochgegangen sind. Ja, hier in diesem Moment war der Abwärtstrend gebrochen. Wir haben einen neuen Aufwärtstrend aufgebaut. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich damit rechnen, dass die Bewegung sich so fortsetzt. Ja, und, das kann man hier schön kombinieren mit diesem alten Hoch hier. Und wenn wir jetzt sehen, innerhalb dieser Woche oder innerhalb der nächsten Woche, dass die Kurse hier nach oben sich wegbewegen, ist das wahrscheinlich eine ganz gute Variante, hier drauf zu setzen, dass wir eventuell das Hoch nochmal testen oder vielleicht sogar ein bisschen höher gehen. Das wäre das, was im Prinzip aus dieser Formation hier rauszulesen ist. Und das Ganze findet statt mit einem positiven Trendindikator. Das ist für mich dann hier auch immer ganz wichtig, dass ich sehe, dass in dieser Korrektur der Trend nicht in Gefahr war und nicht wirklich gedreht hat. Ja, wir haben hier so eine, ich nenne es mal eine ABC-Korrektur, ABC. Und in dem Moment, wo wir hier jetzt nach oben rausgehen, ist im Prinzip die alte Trendstruktur wieder intakt. Ja. Dann kann man noch auf so ein paar andere Dinge achten, wie eine Stochastik, die hier gerade positiv kreuzt oder so. Aber das ist gar nicht unbedingt nötig, das muss man nicht machen. Wenn man einen Blick entwickelt für diese Chartformation, dann ist man normalerweise schon ganz weit vorne. Ja, das Letzte, was ich jetzt hier noch auf dem Chart habe, was auch noch aktuell ist, ist dieses Dreieck im Silber. Das kommt auch aus dem Wochenchart. Da ist für mich eben auch wieder wichtig im Silber die aktuelle Sequenz. Ja, ist ganz klar aufwärts gerichtet. Und dann haben wir hier genauso, wie wir es gerade gesehen haben, so eine kleine ABC-Korrektur. Und seitdem dümpeln wir hier im Prinzip so seitwärts rum. Und das ist auch immer was ganz Wichtiges, was man dringend lernen sollte zu erkennen. Wir sind jetzt hier seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen innerhalb dieser einen Wochenrange gefangen. Ja, das ist also eine ganz wichtige Information, die wir hier kriegen. Die besten Signale
gibt es dann typischerweise, wenn wir aus dieser Handelsrange entweder nach oben oder nach unten ausbrechen. Ja, aber die größten Gewinne macht man eben im Trading nicht dann, wenn man auf die letzte Bestätigung wartet, sondern die größten Gewinne macht man im Trading, wenn man in der Lage ist, Bewegungen zu antizipieren. Und von daher bietet sich das an, hier diese Dreieckskonstellation auch zu nutzen und Einstiegslevel festzulegen, an denen man entweder in die Long-Richtung sich positionieren möchte oder in die Short-Richtung. Na, und jetzt haben wir ja eben schon gesagt, diese schrägen Linien, die sind nicht so ideal, um an so einer schrägen Linie einzusteigen. Und deswegen mache ich das so und auch der Mike, wir kombinieren das sehr gerne so, dass wir so einen charttechnischen Ausbruch kombinieren mit einem Ausbruch dann quasi hier unter so ein letztes Tief. Und dann wäre das hier der Einstiegspunkt für einen potenziellen Short Trade. Das hier oben wäre der Einstiegspunkt für einen potenziellen Long Trade. Und dann lässt man im Prinzip einfach den Markt entscheiden. Ja, wenn wir uns die große übergeordnete Sequenz anschauen und auch den Trendindikator anschauen, dann würde ich hier im Gold, im Silber sind wir ja hier, würde ich im Silber tatsächlich sogar den Ausbruch zur Oberseite favorisieren. Ja, das wäre das, was mir vom Setup her deutlich besser gefällt. Ja. Okay, so, bevor wir jetzt noch ganz kurz in die Handelsplattform reingehen, wenn euch das gefällt, was ich hier so mache und auch diese Analysen für euch irgendwie sinnvoll erscheinen, dann lade ich euch gerne ein, bei mir den Trading Newsletter zu abonnieren. Da kommt jeden Samstag kostenlos so eine PDF-Datei, wo so die wichtigsten Märkte analysiert werden. Ja, da ist jede Woche dabei der S&P 500, Gold, Öl, der Dollar-Index, also der US-Dollar. Das sind die vier Standardmärkte, die ich jede Woche analysiere, weil das Märkte sind, die ich sehr intensiv handle. Und dann habe ich immer noch meistens aus dem Future-Bereich und oder aus dem Währungsbereich irgendwelche Setups dabei, die für die nächste Woche interessant aussehen. Ja, das ist also ein Marktanalyse-Newsletter, der kostet nichts. Kann man sich gerne hier einfach unter daytradingcoach.de/trading-newsletter registrieren und sich das Ganze mal anschauen. Okay, so abschließend für das, was wir uns jetzt hier die ganze Zeit angeschaut haben. Ich habe jetzt hier mal die ganzen Indizes drauf, die man bei Tickmill handeln kann. Ja, das ist also der Dow Jones, der S&P 500, der Nasdaq. Hier haben wir den DAX, den Aussie 200, den australischen Index. Dann haben wir hier den FTSE, den Schweizer Index, den Eurostoxx. Also hier kann man unheimlich viel verschiedene Indizes handeln. Und dadurch habt ihr eben die Möglichkeit, euch wirklich die Perlen an Trading-Setups rauszupicken, die gerade interessant sind. Ja, und ich habe jetzt einfach mal so ein paar kleine Beispiele, was in der letzten Zeit hier sehr gut handelbar war, rausgenommen. Das war hier eine große SKS-Formation im DAX. Ja, ganz toll ausgestaltet. Wir haben hier die Schulter, haben dann einen Kopf, ne? Und genau das, was wir uns gerade in der Theorie angeschaut haben, genau das läuft hier dann eben auch im Live-Markt 1:1 so ab. Wir haben diese große Sequenz, ja, diesen großen Aufwärtstrend, der hier entsteht. Und an dem Punkt hier rechnet man eigentlich noch damit, ne, dass es vielleicht ein Retracement gibt und wir dann ein neues All-Time-High sehen und über dieses Vor-Covid-Hoch hinausgehen. Aber das ist nicht passiert. Ja, wir sehen, der Kurs ist hier verreckt, ungefähr auf der Höhe dieses zweiten Hochs von vorher und ist dann hier recht dynamisch nach unten gekommen. Jetzt haben wir in Pink hier die Nackenlinie und sehen also ganz klar, wenn wir diese Nackenlinie jetzt nach unten durchbrechen, ist das ein hervorragendes Einstiegssetup für einen kurzfristigen Short Trade. Ja, das Ganze wird auf der Unterseite hier begleitet. Ne, in dem Breakout hier wird das auf der Unterseite begleitet von einem klar stärker werdenden Abwärtstrend. Ja, und das sind wirklich Idealvarianten, um in solche Positionen reinzugehen. Ja, das hatten wir hier genau umgekehrt im Nikkei. Das ist der japanische Index, der hat hier ein sehr, sehr schönes Dreieck entwickelt. Na, und da sehen wir, wie wir vor ein paar Tagen hier aus diesem Dreieck dynamisch nach oben ausgebrochen sind. Und dann war hier wirklich, gib ihm. Und da gab es zwei verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Na, entweder
direkt den Ausbruch aus dem Dreieck oder tatsächlich auch den Ausbruch über diese letzten Hochs. Das war beides machbar und an beides hat sich eine wirklich schöne Momentumbewegung angeschlossen. Und ich glaube, ihr seht schon, was ich euch im Prinzip zeigen will. Ja, die Stops, die liegen sehr eng hier im Vergleich zu dem, was möglich ist. Nämlich, haben wir ja gesagt, die Höhe der Formation, zack, ja, einmal ans Ausbruchslevel draufgelegt, dann kommen wir ungefähr hier oben in diesen Bereich. Und das, was eben hier interessant ist, wir kriegen für ein relativ kleines Risiko, was wir nehmen, einen relativ großen Zielbereich, den man hier abarbeiten kann. Ja, und das war hier wirklich in mehreren Märkten so. Hier haben wir diesen typischen Keil, haben wir uns angeschaut, haben gesagt, Keile sind ganz typische Trendbeenderformationen. Ja, wir haben hier einen sehr aktiven Abwärtstrend gehabt. Ja, und das vielleicht auch noch mal kurz. Wenn ihr seht, dass es so extreme Abverkaufsbewegungen gibt, wie es hier zur Corona-Krise gab, dann schaut bitte immer drauf, wo sich solche Formationen entwickeln, weil das ist eine Bear Flag. Das ist die ideale Variante, um hier auf eine Trendfortsetzung zu traden. Und die Einstiegslevel, die liegen dann entweder hier an diesem letzten Tief oder wenn man sehr defensiv unterwegs ist und hat hier so ein Tief, was noch eine Ecke weiter weg ist, dann nimmt man eben das, wenn man ganz sicher sein will. Und dann kommt man häufig in solche starken Abverkaufsbewegungen. Die erste Welle, die ist fast nicht zu erwischen. Die ist eigentlich nur zu erwischen, wenn man schon anfängt, in die Aufwärtsbewegung Positionen aufzubauen. Am dritten Tag, wo man sieht, dass es tatsächlich abwärts geht, ist es schon kaum noch machbar, weil hier unten sofort Support wartet. Hier wartet sofort ein starkes Support-Level. Da kommt man kaum rein. Aber die zweite Welle, die lässt sich häufig sehr, sehr gut mitnehmen. Ja, und dann haben wir hier gesehen, über eine lange Zeit hat sich dieser Keil entwickelt und dann haben wir hier sehr schön den Ausbruch aus dem Keil, den Ausbruch über diese ganzen letzten Hochs. Ja, und auch hier hat sich bis jetzt eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung angeschlossen, die quasi wirklich genau bis zum Zielbereich gelaufen ist. Hier oben liegt der Widerstand, das ist der starke Widerstandsbereich und da sind wir eben auch innerhalb von 2, 3 Handelstagen zum Ziel gelaufen. Ja. Und deswegen, ich kann euch wirklich nur empfehlen und euch an die Hand geben, schaut euch diese Geschichten der Charttechnik ein bisschen genauer an. Ja, wir haben hier ganz viele Beispiele noch, wo man saubere Einstiege aufgrund der Charttechnik nehmen konnte. Solche Möglichkeiten gibt es immer wieder. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, schaut euch das an. Es ist meiner Meinung nach die mit Abstand einfachste Variante, am Markt profitabel zu traden. Ja, und wenn ihr euch das in Ruhe mal angeguckt habt, dann werdet ihr sehen, profitables Trading ist tatsächlich keine Hexerei. Ja, und damit habe ich im Prinzip das, was ich hier heute für den Nachmittag sagen wollte, auch alles gesagt. Bedanke mich nochmal ganz, ganz recht herzlich bei Tikmil, ja, für die Möglichkeit, hier tatsächlich zweimal heute was zu erzählen. Ja, große Ehre. Danke bei dir, Martin. Ja, und falls irgendwie noch Fragen offen sind, wenn wir noch 1, 2, 3 Minuten überziehen wollen, dann gerne. Ansonsten. Ich lese hier schon eine Frage und zwar von Harald. Er möchte wissen, ob du auch die Elliott Wave Theorie nutzt. Eigentlich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich aus dem Elliott Wave verwende, ist diese ABC-Korrektur, die ich heute hier auch 2, 3 Mal eingezeichnet habe. Weil es wirklich ein ganz typisches Korrekturmuster ist, was eben auch in der Elliott-Wave-Theorie enthalten ist. Im Prinzip ist ja Elliott, wenn man es mal runterbricht, nicht viel mehr als nicht viel mehr als eine fünfwellige Aufwärtsbewegung, ja, die dann durch eine dreiwellige Korrektur sich abwechselt, ne, und dann wieder in 5 Wellen nach oben läuft. Und das kann man eben in den verschiedenen Zeitebenen dann runterbrechen. Ich verwende das nicht. Ja, das, was für mich wirklich interessant ist, ist genau diese Korrekturvariante, weil die häufig dafür verantwortlich ist, dass Trader, die zu schnell ihre Stops hinterherziehen, ja, an Tiefpunkte, die eigentlich noch keine sind, weil der Markt noch kein neues Hoch hier generiert hat, dass die gerne ausgestoppt werden aus dem Markt. Und das ist etwas, was es als trendfolgender Trader nach Möglichkeit zu vermeiden gilt. Und deswegen
nutze ich schon diese Variante oder achte da sehr stark drauf, wann sind ABC-Korrekturen beendet, ja, wann kann man sauber wieder einsteigen. Das ist aber auch alles, was ich aus dem LJ-Wellenbereich rausgezogen habe für mich. Ja. Da zeigen sich auch wieder deine Coaching-Qualitäten, ne? Ganz einfach mit dem Tool da, zack, 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 und jetzt wissen wir alle mehr.